Mein Name ist Peter Kabe, ich arbeite bei der Leica Kamera als Optikdesigner und leite die Optikentwicklung. In der Optikentwicklung sind wir uns schon bewusst, dass wir auf diese 100 Jahre Tradition aufbauen und wir wissen auch, wo wir herkommen. Letztendlich haben wir alle Unterlagen zu den Systemen, die in den letzten 100 Jahren entwickelt worden sind. Das erste 50 mm Objektiv hat damals Max Berek gerechnet und wir haben diese Unterlagen alle noch in Originalform vorliegen. Das sind Bücher, wo die Daten gesammelt wurden. Diese Bücher haben wir heute immer noch und letztendlich archivieren wir auch noch unsere optischen Rechnungen unter der gleichen Nummer wie damals. Wir wissen schon, dass wir Erben dessen sind, was Max Berek und die anderen gemacht haben. Bei dem Aposomicron 2,050 Aspherical handelt es sich um ein Objektiv, dessen Idee schon vor 16 Jahren geboren ist. Aposomicron 2,050 mm ASPH haben wir apochromatische Korrektion vorgesehen, wie das der Name schon sagt, indem wir besondere Gläser eingesetzt haben, Gläser mit anormaler Teildispersion, um eben die Farbvereinigung im Bildpunkt optimal zu gestalten. In Verbindung mit der M9 Monochrom wird dieses Objektiv natürlich die Spitzenleistung erst zeigen können, weil da die Auflösung da ist und die ganze Abbildungskette ist so verlustfrei, dass dann die Leistung des Objektives erst rüberkommt. Da haben wir natürlich eine Leistungsmarke jetzt gesetzt, die erstmal lange Zeit seine Berechtigung haben wird. Es ist eine Fortführung der technologischen Entwicklung, wie wir sie bei Leica kennen, aufbauend auf den lichtstarken Objektiven, die wir in den letzten Jahren gebracht haben. Und damit ein Standardobjektiv in der Höchstleistungsklasse konnten wir darstellen, was eben so noch nicht da gewesen ist. Insofern bin ich zufrieden, ja, sehr zufrieden.